Kannst du uns aus deiner Arbeit berichten, wie die Situation für Geflüchtete in Ägypten, speziell im Sinai, zurzeit aussieht? Die Lage für Flüchtlinge in Ägypten generell und für Opfer des Menschenhandels durch den Sinai im Speziellen ist wirklich furchtbar. Wenn sie inhaftiert sind, besteht ihnen eigentlich nur die Möglichkeit, entweder sich abschieben zu lassen nach Äthiopien oder nach Eritrea oder auf unbefristete Zeit im Gefängnis zu bleiben. UNHCR gelingt es eigentlich nur sehr selten, Zugang zu bekommen für unregistrierte Asylsuchende, wodurch eben nur diese zwei Möglichkeiten bestehen. In Kairo sieht die Lage auch nicht besser aus. Diejenigen, die es nach Kairo schaffen, sind zwar geschützt unter der Genfer Flüchtlingskonvention. Ägypten ist Unterzeichner der Genfer Flüchtlingskonvention, hat allerdings eine Ausnahmeregelung, was das Recht auf Arbeit betrifft, wodurch die Flüchtlinge, die in Kairo festsitzen, dazu gezwungen werden, wieder in der Schattenwirtschaft, in der informellen Wirtschaft zu arbeiten und sind dadurch wieder erneutem Missbrauch ausgesetzt. Also die Situation von Eritreern ist besonders schlimm, da sie zu Tausenden monatlich das Land verlassen und über die sudanesische Grenze, über die eritreisch-sudanesische Grenze in Sudan einreisen, wo sie dann in Flüchtlingslager gesteckt werden, wo weiterhin eine unglaublich unsichere Lage besteht. Von den Flüchtlingslagern werden viele erneut entführt. Viele derjenigen, der Eritreer, die das Land verlassen, sind sehr jung, da sie den Militärdienst versuchen zu entfliehen. Der Militärdienst in Eritrea ist offiziell nur 18 Monate lang, das heißt ein Jahr Zivildienst, 6 Monate Militärtraining. In der Praxis sieht das jedoch sehr anders aus. Militärdienst ist unbefristet und kann sich über Jahrzehnte erstrecken. Und wenn die Geflüchteten dann nach Ägypten kommen, ist es so, dass sie oftmals von Schleppern entführt werden und in regelrechte Foltercamps gebracht werden. Wer kommt dahin und was wird dann mit ihnen gemacht? Also die Entführungen finden auf dem Weg nach Ägypten statt. Am Anfang hat sich das Ganze entwickelt, dass wirklich viele Eritreer versucht haben, in Israel zu erreichen. Später hat sich so ein Netzwerk gebildet, wo es gar nicht mehr unbedingt der Fall war, dass Eritreer versucht haben, über Schmuggler Israel zu erreichen, sondern einfach schon im Sudan in Flüchtlingslagern oder in der Grenzregion entführt wurden und dann verschleppt wurden in den Sinai. Der Sinai ist eine entmilitarisierte Pufferzone zwischen Israel und Ägypten seit dem Camp David-Abkommen von 1978, seit der Friedensvertrag unterzeichnet wurde und die Sinai-Halbinsel zu Ägypten zurückgesetzt wurde. Dadurch, dass es entmilitarisiert ist, gibt es aber auch ein gewisses Machtvakuum, was von den Beduinen eben genutzt wird, um solche Menschenhandel und Waffenhandel und Drogenhandelringe durch den Sinai zu führen. Die eritreische Gemeinschaft, Community, ist besonders betroffen, weil es so eine unglaublich große eritreische Diaspora überall auf der Welt gibt. Die Menschenhändler handeln so, dass sie ihre Opfer in den Sinai bringen, sie dort foltern, dazu zwingen, ihre Verwandten im Ausland anzurufen, während der Telefonate weiter foltern, um die Verwandten dazu zu bringen, enorme Geldsummen dafür zu zahlen, dass ihre Angehörigen freigelassen werden. Du arbeitest für die Hotline for Refugees and Migrants in Israel. Mhm. Was genau macht die Organisation für oder mit der du arbeitest? Also die Hotline ist eine der ältesten und wichtigsten Hilfsorganisationen für Flüchtlinge in Israel. Und wir haben eine besondere Rolle, weil wir die einzige Organisation sind, die Zugang zu Abschiebegefängnissen hat. Das heißt, wir sind die einzigen, die den dort Inhaftierten direkten Beistand leisten können, Rechtshilfe geben können, Informationen geben können. Und deswegen waren wir auch die Ersten, die in Kontakt mit Sinai-Opfern gekommen sind, die nach Israel gekommen sind.
Die Situation für Flüchtlinge in Israel ist sehr schwierig, weil die Anerkennungsrate von Flüchtlingen sehr niedrig ist. Es sind insgesamt in Israel nur 2 Eritreer als Flüchtlinge anerkannt worden. Und die Community insgesamt sind ungefähr 40.000 Menschen. In der gesamten Geschichte Israels waren das nur um die 200 Menschen, die Asyl bekommen haben. Wie ist denn tatsächlich der Zustand, unter welchen Bedingungen leben Menschen mit Duldungsstatus dann in Israel? Jede Hilfe, die es für Flüchtlinge gibt in Israel, kommt entweder aus der Community selbst oder aus der Zivilgesellschaft. Es gibt keinerlei staatliche Hilfe. Es ist sehr schwierig, Israel zu verlassen, weil es keine offenen Grenzen gibt. Also es ist eigentlich abgesehen von diesem Programm der freiwilligen Rückkehr, ist es unmöglich, Israel zu verlassen. Die Fälle sind ja jetzt schon gehäuft bekannt geworden. Also es ist jetzt nicht mehr nur ein Gerücht, sondern es ist klar, dass das auf dem Sinai passiert und wer da wo die Fäden zieht. Mhm. Die Frage, die sich mir dann auch stellt, ist, warum greift die internationale Gemeinschaft nicht ein? Insbesondere die EU. Gibt's da irgendwelche Interventionen, die bereits bestehen? UNHCR hat eine sehr schwierige Lage, sowohl in Ägypten als auch im Sudan. Die Problematik ist, dass sie im Spannungsfeld agieren zwischen dem Bedürfnis, dass sie, oder der Notwendigkeit vielmehr, dass sie in Ägypten weiter fungieren müssen und mit der Regierung zusammenarbeiten müssen, um geduldet zu sein und überhaupt Schutz für Flüchtlinge bereitstellen zu können. Und auf der anderen Seite mit dem Bedürfnis danach, eine starke Stellung einzunehmen. Vor allen Dingen im Sudan, im aktuellen repressiven politischen Klima, ist das ein Tanz, ein Balanceakt zwischen innerhalb von diesem Spannungsfeld. Von Seiten der EU gibt es nur einzelne Missionen in Ägypten und die umfassen maximal 100, 150 Personen. Was passiert eigentlich, wenn die Geflüchteten es bis nach Kairo geschafft haben? Das heißt ja, dann sind sie schon den Sinai entkommen und allem, was ihnen da widerfahren sein mag. Wohin geht's nach Kairo? Es gibt kein Ziel für die Opfer des Menschenhandels. Viele sind gegen ihren Willen in den Sinai verschleppt worden. Sie sind in Kairo gestrandet. Sie sind dazu gezwungen, im Land derjenigen zu leben, die sie gefoltert haben. Mir hat einer meiner Klienten im Interview gesagt, ich dachte, nachdem ich den Sinai verlasse, werde ich frei sein. Anstattdessen bin ich in Kairo in einem offenen Gefängnis. Das ist nichts anderes als ein Gefängnis für mich hier.